Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Far Fashion TV. Wir sind in Berlin in der schönen Mulakstraße. Hier sind überall so kleine und große, junge und alte Designer. Und hinter mir ist ein besonders toller. Butterfly Soulfire heißen die. Und Thor ist einer der beiden Designer, ist heute nur für uns da und wird mit uns quatschen über den neuen, sehr heißen Trend Metallic Glanz Glitzer Pailletten. Habt ihr Bock? Ich schon. Thors, wofür würdest du sagen, steht Butterfly Soulfire so als Label? Ich habe mir vor Jahren mal einen Claim ausgedacht, nur zwei Worte, die eigentlich alles sehr schön beschreiben. Radical Charming. Es hat total radikale Einflüsse, aber es ist trotzdem einfach zu verstehen, unaufgeregt, nicht so kompliziert. Das ist ja auch das, was bei Anziehsachen so spannend ist, ne? Wenn du irgendwo Gegensätze findest, so leichte Brüche hast irgendwie. Ja. Und dann doch irgendwie Harmonie. Wenn ich dich alleine angucke hier, du bist ja auch schon weiß, ja. Und dann aber hier hast du den hier so auf einmal, die Ketten, die man sonst ja eigentlich am Hals kennt und die Schuhe. Den Hut bin ich auch verliebt, den hier werde ich unauffällig nachher mit meinem tauschen. Nice and Shiny ist ja diese Saison auch ganz weit vorne. Wie setzt denn ihr das bei euch um? Das kannst du mir zeigen. Ich stehe total auf goldenes Leder. Halt letztendlich nur ein Accessoire, aber sehr effektiv, finde ich. Okay, also durchaus auch schon Glanz, um mal zu sagen so, hallo, by the way, das ist mein Outfit natürlich, so. Natürlich. Für Aufmerksamkeit. Ja. Wie auch dieses schöne Accessoire hier. Schön. Was haben wir noch? Ich hol schon mal was. Ja. Guck mal, das changiert auch so schön, ne? Mal sich was trauen mit bisschen Pailletten ist schon auch... Kann man schon mal machen, oder? Was sind denn so Lieblingskombinationsmöglichkeiten, wenn ich so einen goldenen Hingucker habe? Es passiert auch schnell, dass irgendwie was zu viel wird. Insofern finde ich, wenn man was Lautes trägt, dann sollte es vielleicht bei einem Teil bleiben. Welche Accessoires packe ich denn auf solche Sachen am besten? Also jetzt zu der goldenen Weste würde natürlich das Ohrteil super passen oder auch die Ketten dort. Dieses schöne Herz hier trägt man bestimmt irgendwie anders, ne? Aber das ist so toll, oder? Dass das ein Herz ist. Wunderhübsch. Ich würde gerne noch Lieblingsteile von dir sehen. Ein absolutes Highlight auch dieser Kollektion ist das mit den eingebauten Lämpchen. Und die leuchten, wenn ich drankomme. Was ist da drin? LED-Systeme. Ihre Batterie ist direkt hinter dem Lämpchen. Ja. Und die haben sozusagen einen Bewegungsmelder. Boah, das ist bestimmt auch zum Feiern super, oder? Ja, und das sieht einfach abends natürlich noch schöner aus. Bühne, Bühnenoutfits. Mode ist sowieso am schönsten, wenn sie irgendwie spannend ist, wenn sie Lust auf mehr macht, wenn sie mutig ist, wie zum Beispiel auch hier diese goldene Geschichte. Für Mode ist es weniger wichtig, mutig zu sein, als für den Konsumenten den Mut zu zeigen, es auch zu tragen. Es ist aber dann bist du ja schwieriger. Mutig. Ja, natürlich. Ja. Thors, vielen Dank, dass wir bei dir reinschneiden durften. Auf jeden Fall nehme ich viele Inspirationen mit. Gerne. Und freue mich drüber. Dankeschön. Und ihr Lieben, wir sehen uns natürlich auch wieder. In zwei Wochen ist es soweit. Dann geht's ab in den hohen Norden. Ich nehme euch mit nach Hamburg, in die schöne Hansestadt. Und wir schauen uns bei Mussfessels um. Das wird toll. Ich freue mich. Bis dahin und tschüss.